Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch mal, weil schon viele danach gefragt haben in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wie das denn funktioniert, wenn ich in meinem Auto schlafe. Mein Auto ist ein Citroën C4 Cactus der ersten Generation und ja, ich habe jetzt gerade die Nacht hier geschlafen im Auto. Da werde ich euch direkt mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Also seid gespannt und bleibt dran. So, um direkt mal mit der Tür ins Haus zu fallen, da ist meine Bettkonstruktion. Das heißt, ich habe mir überlegt, ich baue hier das Ganze so ein bisschen hoch im Kofferraum. Das heißt, ich schlafe etwas erhöht, habe jetzt auch nicht so viel Platz. Das sind vielleicht so 45 oder 40 cm nur noch Platz. Aber das reicht mir aktuell zu. In der Breite haben wir hier circa so, weiß nicht, 50 cm vielleicht zum Schlafen. Und in der Länge so knapp 1,80, was für meine Körpergröße gerade so ausreicht. Es ist sehr, sehr eng, aber es funktioniert auf jeden Fall. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn man drin schläft. Ich zeige euch das Ganze nochmal von der Seite, weil da ist es noch ein bisschen einfacher. Ich habe hier immer solche Fliegengitter drüber über die Fenster. Ich habe ja hier Ausstellfenster zu meinem Glück. Ich dachte am Anfang erst, was ist das denn komisches? Aber das ist mega praktisch. Also gerade fürs Camping schaut drauf, dass ihr vielleicht sogar Ausstellfenster bekommt, weil damit es kann keiner rein, aber ja, ideal. So, Thema Bettkonstruktion. Ich habe jetzt hier noch meinen Schlafsack liegen. Das ist hier auch so hoch gebaut. Ich habe jetzt hier auch noch meinen Rucksack und alles, also viel Kram auch drunter geschoben. Das ist hier so hoch gebaut, sodass ich da quasi etwas erhöht schlafe, weil das Problem ist, der Beifahrersitz, der geht nur so schräg nach vorne zu kippen. Ich kann ihn nicht komplett wegdrehen wie in anderen Autos. Und das hat mir halt die Schwierigkeit gegeben, um auf die Länge zu kommen. Deswegen habe ich das einfach so schräg umgeklappt, dann etwas höher gebaut, damit ich da die Länge erreiche. So, gehen wir mal weiter nach vorn, um euch das ganze andere zu zeigen. Also, das ist einerseits meine Kühlbox, eine Kompressorkühlbox von Magira. Ich verlinke euch einfach mal alle Sachen, die ich hier so verwende, unter dem Video mit, wenn ich es nicht vergesse. Dann, wie man hier auch schön sehen kann, so ein ergonomisches Kopfkissen, finde ich sehr angenehm zum Schlafen. Und da endet dann die Bettkonstruktion. Hier ist noch der Sitz. Und wie man schon sehen kann, der steht halt schon echt steil gerade. Das ist sehr ärgerlich. Ich habe auch schon beim Hersteller nachgefragt, ob es da Möglichkeiten gibt, den umzuklappen oder irgendwie zu erweitern oder irgendwas. Aber da ist leider nichts möglich. Dementsprechend ist so wie es ist, kann man nichts ändern, man muss das Beste draus machen. Wie ihr hier schon seht, ich habe mein ganzes Gerassel dann auch immer ganz nach vorn geräumt. Einfach, dass ich hinten ausreichend Platz zum Schlafen habe. Wie zum Beispiel die Kühlbox, die steht eh immer hier vorn. Aber dann auch die ganzen anderen Sachen, wie zum Beispiel hier das Wasser noch mit dazu, was ich mit habe. Oder halt auch hier so eine kleine Box, wo da nochmal so ein paar Sachen mit drin sind. Und lauter solche Kleinigkeiten halt auch dazu. So, nun auf der Fahrerseite angekommen. Hier seht ihr schon das andere Chaos. Hier unten habe ich sonst noch meinen Kanister stehen. Der steht jetzt gerade draußen, also Wasserkanister mit 10 Litern. Dann hier noch so ein bisschen Camping-Stuff mit Campingkocher und Kochtopf und was es nicht alles gibt. Ihr kennt das wahrscheinlich eh alle, was man so alles für Kram mitnimmt. Genau, ja, der Sitz ist auch immer ganz weit nach vorn, dass ich hinten einfach vernünftig einsteigen kann. Wandern wir auch schon weiter nach hinten wieder mit. Da habe ich dann einigermaßen Stauraum, um hier einzusteigen. Hier seht ihr schon meinen E-Scooter noch durchblitzen und die große Verpackung hier ist noch ein Stand-Up-Paddle. Jo, und dann schlafe ich quasi da drin. Ich würde euch mal versuchen zu zeigen, wie das Ganze dann aussieht, wenn ich hier einsteige und schlafe, dass ihr euch mal so ein grobes Bild davon machen könnt. Fürs Erste sieht das wie folgt aus. Ich steige hier relativ normal ein. Setz mich hier so hin. Also es ist echt nicht bequem, aber es funktioniert. Ja, dann mache ich normalerweise die Tür zu. Das lasse ich jetzt mal, weil ich euch da gerade dran geklemmt habe. Und dann steige ich hier letztendlich nur hoch, ziehe hier unten meine Schuhe aus, ganz gemütlich. Schmeiße die hier noch mit so halb unters Bett. Und dann steige ich hier hoch. Und dann die Füße hier so nach hinten. Und dann schlafe ich da drin. So sieht das Ganze aus.
So, nun zeige ich euch mal, wie ich das Ganze wieder zurückbaue. Als erstes nehme ich die Matratze raus und klappe die mal in der Mitte zusammen, dass ich wieder ein bisschen Platz habe. Die liegt dann einfach so hier hinten drin, wie ihr es hier gerade sehen könnt. Und das reicht mir schon aus, um auf der Seite weiterzumachen. Auf der Seite angekommen. Ich habe jetzt hier schon diesen Überzug abgemacht für das Moskitoschutz. Nun geht's weiter. Natürlich, Kopfkissen braucht man erstmal nicht, das kommt zur Seite. Dann habe ich hier so eine kleine Konstruktion, die ich einfach umklappen kann. Das heißt, ich nehme das hier hoch, klappe das um. Das geht natürlich noch weiter, wenn ich hinten die Matratze ein kleines Stückchen ziehe, das seht ihr jetzt. Und wenn kein E-Scooter im Weg ist. So, und damit liegt dieses Brett flach auf dem anderen Brett. Ich habe jetzt hier vorne noch so ein paar Distanzstücken. Das seht ihr hier. Die nehme ich ganz einfach so weg und schiebe die hier seitlich mit so rein. Da liegt eher ein Haufen Müll. Zum Beispiel Dachträger und sowas auch mit. Und dann kann ich den Sitz auch schon wieder ein Stückchen nach hinten schieben, dass das Gerödel hier nicht so rumwackelt. Zum Beispiel auch der Kanister. Und wer sich fragt, was das hier vielleicht ist, dem kann ich helfen. Und zwar, ich nehme das Ganze mal so mit raus. Das ist so eine Insektendruckpumpe, wo man pumpen kann. Und dann hat der Kollege hier noch ganz nett so eine Brause. Das heißt, ihr könnt ganz einfach zum Beispiel euren Kopf abwaschen. So, jetzt muss ich mich erst mal wieder trocken machen, aber das geht ganz schnell. So, direkt noch frisch geduscht, geht's wieder weiter. Wichtig ist bei dieser Pumpe, immer wenn ihr es einladet, hier an der Seite ist so ein kleines Ventil, einfach den Druck ablassen, weil damit kann auch nichts auslaufen. Und jetzt wird es zurückgeräumt. So, dann habe ich das Ganze hier so zurückgeräumt. Und dann geht es hier vorne mit dem Chaos direkt weiter. Yay! Als erstes drehe ich mal den Stuhl wieder ein Stückchen zurück. Das sieht dann circa so aus. Hat sich kaum was verändert. Und ich schiebe den ganzen Spaß zurück, damit das hinten ordentlich unter Spannung steht. So, nun geht's weiter. Kühlbox wieder ordentlich sichern. Ihr seht, Spanngurt ist schon drum. Das heißt, das Ding funktioniert. Aber das nächste Problem, außer dass hier noch ein Haufen Müll rumliegt, ich muss den ganzen Quatsch, der jetzt hier vorne ist, wieder nach hinten räumen. Also geht's damit weiter. So, wie schon erwähnt, ich habe ein Stand-Up-Paddle dabei. Das ist genau da drin. Nimmt hinten einen Haufen Platz weg, deswegen kommt das hier wieder auf die Bettkonstruktion drauf. Da stört es mich am wenigsten. Damit war es das fürs Erste hier. Vorne geht es direkt weiter. So, auf der anderen Seite angekommen, geht's nun weiter. Als erstes mal meinen 10 Liter Wasserkanister. Dann wichtig für die Kompression, den Sitz wieder nach hinten machen auf Fahrereinstellung. Und dann den restlichen Campingstuff nach hinten. Je nachdem, wie lange ich unterwegs bin, habe ich auch teilweise eine Tasche bzw. einen richtigen Koffer mit. Ich habe jetzt hier einfach so eine kleine Tasche, wo mein ganzes, wo meine ganzen Klamotten drin sind. Campingzeug, nein, nicht Campingzeug, sondern Badezeug. ja, das ist also kleiner Koffer, passt hier genauso rein, das ist ideal. Je nachdem, wie viele Tage man unterwegs ist, kann das halt ein bisschen variieren. Genau, ich habe das hier immer so ein bisschen abgedeckt mit so einem Tuch, dass nicht jeder sieht,
was da direkt drin ist. Hier vorne, das ist sowieso abgedeckt, wenn die Kofferraumklappe zu ist. Das seht ihr jetzt. Also da kann man nicht wirklich reinschauen. Ich sitze auf dem Fahrersitz abfahrbereit. Ich bedanke mich fürs recht freundliche Zusehen bei diesem Video. Freue mich über ein Like oder Kommentar unten mit. Und schaut auch gern bei den anderen Videos vorbei, wo ich zum Beispiel jetzt nicht mit dem Auto unterwegs bin, sondern mit dem Fahrrad oder halt irgendein Unboxing mache. Und seid gespannt auf die nächsten Videos, die noch folgen werden. Also, haut's rein. Ciao.